Ich habe deine Fortschritte im Reitsport verfolgt und ich bin sehr beeindruckt. Einer meiner Freunde leitet einen Reitstall, der nicht besonders gut läuft. Ich wäre sehr glücklich, wenn du seiner Equipe beitreten könntest. Der Reiterhof ist ein wenig abgelegen und wirkt irgendwie geheimnisvoll, steckt aber dennoch voller Charme. Ach ja, mein Freund heißt Matt. Und damit herzlich willkommen zu Abenteuer auf dem Reiterhof Teil 2, die Verschwörung. Wir sind gerade angekommen und wir fragen doch mal den netten Herren um Hilfe. Guten Tag. Hallo Lucy, schön dich zu sehen. Ich habe dich schon erwartet. Dann können wir uns ja jetzt um dein Pferd kümmern. Geh durch die rote Tür in den Stall. Ja gut, warum auch immer das nicht zu Ende gesagt wird. Wir akzeptieren es jetzt mal so, wie es ist. Irgendwie sehr klein. Dein Pferd steht in der ersten Box auf der rechten Seite und... Geh schon rein. Ich bin ganz ungeduldig. Du musst dein Pferd jeden Tag füttern und striegeln. Mhm. Auf dem Computer in deinem Zimmer findest du alle Anweisungen dazu. Um das Pferd zu bürsten, klick... Das erste Symbol oben rechts, du meinst die Bürste. Mhm. Halte die Taste gedrückt, um das Pferd zu bürsten. Wenn du fertig bist... Klick auf den unteren roten Pfeil, das werden wir noch schaffen. Wie das klappt hier, fragt sich nur halt, warum ist die Bürste eigentlich so riesig, so über, ja, so überdimensional. Das ist ein bisschen komisch. Gute Arbeit. Siehst du den blauen Balken? Jo. Er zeigt dir an, wie sauber dein Pferd ist. Ruhig mal die anderen Symbole ausprobieren. Jawohl, das kriegen wir hin. Das schaffen wir schon. Sind wir hier? Dusche vielleicht? Jetzt kommt die Dusche. Klicke hier, um die Beine abzuspritzen. Das tut deinem Pferd gut. Übertreib. Nicht übertreiben, damit es sich nicht erkältet. Schön, dein Pferd ist geduscht. Gut. Das haben wir geschafft. Was haben wir hier? Halte die Maustaste gedrückt und streichel das Pferd. Das ist wichtig für seine Moral. Sehr plausibel. Woher kommt eigentlich diese Einkaufsmusik oder... Beziehungsweise diese Musik, die in Fahrstühlen gespielt wird. Wer hat sich das ausgedacht? Gut, vergiss nicht, dein Pferd jeden... Gib mir aber nicht zu viel. Oder wahrscheinlich nicht zu wenig. Sein Trog ist voll. Wow. Vergiss aber nicht, dein Pferd täglich zu füttern, da es sonst keiner für dich macht. Gib ihm aber auch nicht zu viel. Sonst wird es vielleicht krank. Hufe auskratzen, das wäre doch mal eine Idee. Klicke hier, um die Hufe auszukratzen. Die Hufe müssen nach jedem Ausritt gesäubert werden. War das nicht so, dass vor dem Reiten, nach dem Reiten das ist gesäubert gut. werden sollte? Wenn du das Pferd gesattelt hast, prüfe die Hufe. Naja gut, immerhin gibt es hier im zweiten Teil überhaupt schon mal das Hufe auskratzen. Denn wir erinnern uns an unseren ersten Teil, da gab es sowas einfach mal nicht. Weide vielleicht, was das ist? Oder spazieren gehen? Huh. Okay. Ach, wir können mal die Box aber machen.
Ah, du möchtest also die Box reinigen. Recht hast du. Ja. Eine schmutzige Box ist nicht gut für dein Pferd. Klicke, um den Pferdemist in die Schubkarre zu legen. Danach musst du nur das Stroh ersetzen. Liebe Mathieu, das klingt sogar echt logisch. Wenn das ja mal in der Realität so schnell gehen würde, würde es durch einiges vereinfachen. Na? Die Box ist jetzt sauber. Ja. Du musst sie täglich pflegen. Eine schmutzige Box ist schlecht. Für die Moral und die Gesundheit des Pferdes. Ja, jetzt sollten wir ja eigentlich alles haben. Also werden wir die Box verlassen. Das war's. Geh doch schon mal ins Reiterstübchen. Akiko zeigt dir dann dein Zimmer. Gut, wir lassen Makio einfach stehen. Ich glaube, der wird seinen Weg schon selbst rausfinden. Ist, ich glaube, groß genug. Hoffentlich. Guten Tag, du wirst Akiko sein, oder? Ja, so. Du musst die Neue sein. Ich bin Akiko. Komm, ich zeig dir dein... Wir müssen die Treppe hinaufgehen. Sport also am frühen Morgen. Wir sind da. Das ist dein Zimmer. Boah, cool. Ich habe mein eigenes Zimmer. Ich muss mir keins teilen. Jetzt bist du zu Hause. Um zu schlafen, dreh dich zu seinem Bett und drücke die Leertaste. Mit diesem Notizbuch kannst du dein Spiel speichern. Stelle dich... Und was ist, wenn wir das jetzt gar nicht wollen? Wenn wir ja voll die Rebellen sind, ich würde jetzt sagen, wir gehen schlafen, beginnen einen neuen Tag, aber was ist mit Akiko? Bleibt sie jetzt hier? Will sie sich zu uns gesellen? Keine Ahnung. Wir werden hier sehen. Hallo Lucy. Ich wollte dir noch sagen, dass du dein Pferd heute reiten solltest. Geh in deine Box und klicke auf den Sattel. Schau dir den Computer in deinem Zimmer an. Er enthält viele Informationen über Pferde. Du kannst jeden Computer, den du siehst, benutzen oder neue Dateien ansehen. Lieber Mathieu, warum fällt dir das jetzt ein? Du hättest mir das doch eben schon sagen können und eben war ich noch in meinem Zimmer. Aber jetzt laufe ich nicht nochmal zurück. Wir werden also alle hier irgendwie ignorieren und... Hallo Lucy, du trainierst heute auf dem Springparcours Herzkönig. Ich treffe dich dort. Genau, wir werden hier alle ignorieren und gehen einfach in den Stall und holen unser Pferd raus. Vielleicht irgendwie ist es heute Morgen, ja. Mal sehen, was jetzt so kommt. Jetzt kommt diese Schabrackenwahl. Aber ich finde irgendwie alle etwas dezent schrecklich. Ich finde, das sieht einfach so nach Bartvorleger aus und das nach einem Geschirrtuch. Ich glaube, ich nehme das Blaue. Der Parcours Herzkönig liegt rechts vom... Rechts vom Stall. Lenke mit den Pfeiltasten. Mit dem Pfeil nach oben wirst du schneller, mit dem Pfeil nach unten zügelst du das Pferd. Und mit dem rechten und linken Pfeil kannst du es drehen. Na gut. Er meint nach rechts. Sieht mir aber nicht nach Herzchen aus. Na gut. Hat er eben nicht.
Piraten sind. Vielen Dank. Du bist spät dran. Julian fährt jetzt zur Startlinie. Wir bleiben einfach sitzen. Los, zeig mir, was du kannst. Folge der Markierung auf dem Boden. Sie hilft dir, die richtige Linie zu finden. Aha. Der grüne Pfeil zeigt den Weg zum nächsten Hindernis an. Ein roter Pfeil bedeutet, dass du nicht springen kannst. So, die ersten vier sind schon geschafft. Hier kommt die Schafe Nummer 5. Die scharfe Kurve Nummer 5. Dieses Hindernis wird immer gerissen. Warum auch immer. Mathieu scheint es ja nicht zu interessieren, wie wir gerade gesehen haben. Warum nicht? Fertig. Gut, das wäre alles für heute. Reite zum Start. Und pflege dein Pferd. Wir sehen uns morgen. Ich möchte nicht nochmal den Parkour reiten. Aber vielen Dank für die Nachfrage. Also ab zum Stall. Das Pferdchen möchte versorgt werden. Lock. Platz da. Jetzt kommen wir. Jetzt fangen wir mal an mit der Boxenreinigung. Jetzt mal so sagen. Interessant finde ich übrigens auch einfach immer wieder, dass die Pferde einfach nichts zu trinken bekommen. Sie bekommen zwar was zu essen, aber trinken brauchen sie anscheinend nicht wirklich. Haben wir es denn hier bald? Jetzt haben wir es. Prima. So, einmal auf die Weide oder Spaziergang, wie man es auch immer nennen möchte. Ja, Huf auskratzen kommt noch. Bräuchte ich mir wohl auch. Und auch das hätten wir erledigt. Ja, was zu essen braucht es auch. Kipp einfach irgendwas rein. Keine Ahnung was. Aber warum nicht? So, einmal bei Streichelkurs. Tempete heißt Tempet, wie man es auch immer ausspricht, heißt übersetzt Sturm. Nur habe ich das noch nicht in diesem Pferd gefunden. Warum auch immer. Man muss ja hier immer wieder neu drücken. Und es auf den Bürstenstrich macht. Wundervoll. Wir müssen auch keine andere Seite des Pferdes putzen. Ja. Aber wie gesagt, im Reiterhof 1 war es so ein Bürstenstrich und das Pferd war sauber. Interessante Sache eigentlich. Noch ab unter die Dusche, bitte, liebes Pferd. So. Prima. Auf Ende raus aus dem Stall, bitte. Du bist sauer, du kannst hier bleiben. Wenn du dein Pferd nicht täglich pflegst, ist es nicht in Form. Schau in die Dateien auf deinem Computer. Lieber Mathieu, ich habe gerade mein Pferd gepflegt. Du kannst hier gerne nochmal kontrollieren, aber ich bin mir sicher, ich habe es gerade gepflegt. Ist okay, ist okay. Und ab. Ich öffne die Tür zum Büro auf der linken Seite. Dort findest du einen Computer. Da wollen wir mal gucken gehen. Die hängt irgendwie an der Theke ab. Ich glaube, jetzt fängt sie wieder an rumzutrommeln. Ein bisschen. Voilà.
Auf dem Computer in deinem Zimmer befinden sich nun neue Dateien. Gut. Alles klärchen. Der Tag hätten wir auch rum. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Teil von Abenteuer auf dem Reiterhof Teil 2. Bis gleich!